Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Ja. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als... Erwartet.
sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Leben den Morgen nicht, doch als ihr euch treffen wir den Ort, muss ich tun. Geht zum Turm, nehmt Schwert und Buch, versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Thank you.
Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach. Seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno, keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Ist das nicht die kleine de la Serre? Schneller, schneller!
Ich wette, du klaust keinen. Dieb! Leg ihn zurück! Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für Gesinnte wie dich. Ah, Mist. Was ist passiert? Leg das sofort weg! Hab ich dich! Ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Monsieur Franklin, ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Verurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrechen. Elise. Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Nicht ehrlich verlieren! Also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann! Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Ich habe noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal! Warte doch mal! Ich mach schon, Victor! Ich lasse ihn nicht ein! Oh, also bitte! Pardon! Oh. Pardon, Madame!
bitte! Wir können doch über alles reden! Bitte entschuldigen, hier ist doch nicht stubenrein! Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Ah, nein. Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Ja, der Erde ist genug, das zu sein! Ah, war ja klar. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Widerfahren. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, keinen Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das 6. Mal? Das 7? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir.
rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre! Halt! Macht Platz, macht Platz! Monsieur de la Serre! Mes excuses. Falsche Kutsche. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Da seid ihr ja. Anstellen. Was war das?
Bewegt euch los! Ihr habt mich gehört! Es dürfte nicht! Verschwindet! Il fallait le dire plus tôt. Barre faïence de la Cluse. C'était un magnifique pommelé. J'adorais ce cheval. Nous avons vu une autre. Meine Herren, der Tag qui était dans la famille depuis le début de la guerre, confisqué dans l'espace d'une nuit. Mais il s'agit de votre frère. Si nous les laissons faire, ce pays court la catastrophe. Rien ni personne indigne si nous les laissons faire circuler. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung macht nichts. Große Unruhe und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Wenn sie nicht richtig gestellt werden, die müssen mir von gefolgt eurer sein. Weisheit und eurer Besonnenheit. In diesem Vertrauen, meine Herren, habe ich... Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage. Nicht wahr? Eine Waffengruppe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Pack ihn, Hugo! Ruhig, mein Großer! Uns beide auf einmal schafft er nicht! Mal sehen, was du drauf hast, Bursche! Hier hilft dir kein Ra- Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Bursche! Halt! Was machst du da? Weglaufen!
kommen! So schnell bist du zu Hause auf sie warten müssen. Thank you.
kotzen wie ein Reiher. Bürger, einen Moment! Thank you.
Komm hier rüber! Ich geb dir meine berühmte Zahnexplosion! Auf mein Wort, ich mein's ernst! Brauchst du ein neues Gesicht? Ich reiß dir das gern ab, mal sehen, was drunter ist. Patience, l'ami. Huh?
Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Je suis un vieux garçon. Nous sommes d'accord. Vous délirez. Ich gehe lieber erst, wenn der Brief abgegeben ist. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Die Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Eine Abhandlung über die Welt und das Licht von Descartes. Hab es nie zu Ende gelesen. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Thelem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Ziemlich was los. Firmungszeremonie für de la Serres Tochter.
stimmen, kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Der ist verdächtig, Sir. Das glaub ich nicht. Du da oben! Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleib ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Merci. Un autre jour. Sie ließ sich immer gerne jagen. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Obrecht! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Fer. Draußen ist keiner. Na herrlich, noch ein durchgeknallter. Sich in Luft aufgelöst? Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe.
Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Er hat Sire de la Serre getötet. Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in factes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Bin ich? In der Hölle. Oh.